Meine Mutter hatte immer gesagt, das Leben ist wie ein Blaubeerpfannkuchen. Ich habe nie wirklich verstanden, was sie damit gemeint hatte. Scheiße. Ich bin nicht einmal sicher, ob es überhaupt irgendetwas zu bedeuten hatte oder ob sie damals schon Anzeichen für ihre Demenz gezeigt hatte. In dem Diner, in dem ich arbeite, gibt es auch Blaubeerpfannkuchen. Vermutlich denke ich deshalb so viel an meine Mutter. Es ist zwar nicht der Verkaufsschlager, diese Ehre gebührt den selbstgebackenen Zimtschnecken von Cindy, aber sie sind auch nicht unbeliebt. Die Uhr zeigte gerade 4 Uhr nachmittags an und ich zog mich so schnell wie möglich um. Ich hatte einiges zu tun und wollte schnell nach Hause. In mein Zuhause. Das Haus, in dem meine Mutter und ich die letzten Dekaden gelebt hatten. Nur, dass meine Mutter traurigerweise nicht mehr lebte. Der Tod von ihr nahm ich nicht sonderlich mit, auch wenn wir ein sehr gutes Verhältnis gehabt hatten. Allerdings verändern sich Menschen mit Demenz und man fühlt sich eher von einer Last befreit, wenn es letztendlich vorbei ist. Meine Mutter wurde erlöst, redete ich mir immer wieder ein. Damit machte ich mir Mut. Ich zog mich um, verabschiedete mich von Cindy, der das Diner gehörte, und fuhr mit meinem klapprigen Fahrrad an das andere Ende der kleinen Stadt. Man kannte in diesem Kaff untereinander, und so fand ich es nicht verwunderlich, als ich drei Blumensträuße vor meiner Haustür fand, alle bestückt mit Mitleidsbekundungen. Auch wenn meine Mutter tot war, würde ich immerhin nicht alleine sein. Ich ließ die Blumen auf den Treppenstufen stehen und liegen und schloss die Tür auf. Gestern, als ich das Testament vorgetragen bekommen habe, hatte ich schon große Teile meines Hauses durchsucht, doch war noch lange nicht fertig. Meine Mutter war keine reiche Frau gewesen. Bis auf ein wenig Schmuck und das Haus mit Grundstück hatte sie nicht viel besessen. Den Schmuck hatte sie ihrer Schwester vererbt, das Haus mit Grundstück sowie einige unbezahlte Kredite für die letzte Renovierung mir. Mehr Verwandte hatte ich nicht und sie genauso wenig. Doch neben dem Haus hatte meine Mutter mir noch einen mysteriösen Zettel hinterlassen. Eine Art Schatzkarte, wenn man so will. Es war eine einfache DIN-A4-Seite, auf der in der Mitte nur ein einziger Satz stand: Mein Schatz ist ein Herzenswunsch. Ich wusste damit auf den ersten Blick nicht viel mit anzufangen, aber dann wurde mir klar, dass sie irgendetwas im Haus versteckt hatte. Entweder das, oder es war irgendein wirres Gefasel einer Demenzkranken gewesen, die der Anwalt irrtümlich als wichtiges Dokument abgestempelt hatte. Das Haus war ihr Ein und Alles. Ihre Eltern hatten es in den 50ern selbst gebaut und sie hatte damals schon kräftig mitgeholfen. Im Laufe der Zeit musste es natürlich immer wieder mal renoviert werden. Das machte meine Mutter immer selbst. Mit viel Schweiß, handwerklichem Geschick und Herzblut. Also suchte ich nach irgendetwas Kostbarem im Haus. Die Schmuckschublade im Badezimmer kontrollierte ich kurz, fand allerdings, und das war wenig verwunderlich, nur Schmuck, der ja seit dem Tod meiner Mutter meiner Tante gehörte. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, jedes Möbelstück zu kontrollieren, unter jedem Teppich zu gucken und jede Wand abzuklopfen, um zu hören, ob es irgendwo ein geheimes Versteck gab. Doch Fehlanzeige. Die Stunden flogen nur dahin und alles, was ich fand, waren zahlreiche Hustenanfälle durch einige staubige, weil nicht gebrauchte Räume. Um 22 Uhr ließ ich mich mit einer Dose Bier in meinen Lieblingssessel fallen und betrachtete das Blatt Papier mit den merkwürdigen Rätseln. Mein Schatz ist ein Herzenswunsch, las ich. Ich brauchte unbedingt einen Schatz. Den Schatz. Der Job im Cindy's warf für mich alleine zwar genug ab, dafür die Kredite zurückzuzahlen und sogar das Haus weiterhin am Laufen zu halten, Steuer, Renovierung, viel zu viele beheizte Räume für eine einzige Person und so weiter, war ein Ding der Unmöglichkeit. Und meine Tante bestehlen und den Schmuck zu verkaufen war auch eine Sache, die ich nicht wagte. Auf der anderen Seite könnte ich zwar das Haus verkaufen und wäre damit alle Probleme los, aber auf der anderen Seite wollte ich aus diesem gemütlichen Dorf nicht weg und auch nicht die Arbeit meiner Eltern und Großeltern abgeben. Mein Schatz ist ein Herzenswunsch, las ich erneut, und mit einem Mal schoss mir eine sonderbare Idee durch den Kopf.
Ich ging in die Küche, legte ein paar Dinge in eine Tasche und ging dann nach draußen in den Schuppen. Die nächtliche warme Sommerluft roch modrig und nach den typischen Friedhofshecken, die ringsherum führten. Ich hatte mir dunkle Kleidung angezogen, damit ich nicht gesehen werden konnte, und suchte nach dem Grabstein meiner Mutter. Als ich ihn gefunden hatte, ließ ich meine Tasche sinken und bekreuzigte mich. Ich war zwar kein gottgläubiger Mensch, aber wenn es ihn doch gab, dann sollte er wenigstens wissen, dass ich an ihn dachte und kein durch und durch böser Mensch war. Ich holte mein Spaten heraus mit einem alten, etwas rostigen Blatt und stieß ihn in die weiche Erde. Es waren einige Pflanzen drumherum eingelassen worden und ich schwor mir, dass ich mich wöchentlich um das Grab kümmern würde, wenn das hier vorbei war. Schaufel für Schaufel hiefte ich an die Oberfläche und hoffte inständig, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag. Ich musste nicht das gesamte Grab ausheben, nur einen bestimmten Punkt. Noch einmal donnerte ich den Spaten in die Erde und stieß auf einen Widerstand. Der Sarg. Der Sarg meiner toten Mutter. Gott oder wer auch immer habe sie selig. »Hey, was machen Sie da?« hörte ich eine Stimme rufen. Ruckartig drehte ich mich um und blickte in die grelle Taschenlampe von dem Friedhofswärter. Verdammte Scheiße, den hatte ich ganz vergessen. »Batsch? Batsch, bist du das?« Ich stieg aus dem Loch raus und hielt den Spaten angriffsbereit vor mich. »Verschwinde! Du hast nichts gesehen!« »Batsch, verdammte Scheiße! Du kannst doch nicht einfach deine Mutter ausgraben! Das ist Genderei!« Es war Bob Greenstone, ein netter, etwas älterer Mann, den ich hin und wieder mal im Pub getroffen hatte. Ich wusste nicht, dass er hier auf dem Friedhof arbeitete. »Hör zu, Bob. Sie hat etwas verdammt Wichtiges und ich muss es haben. Verstehst du das?« »Mann, Batsch! Ich weiß ja, dass du dich gut mit ihr verstanden hast, aber du musst dich zusammenreißen. Das ist eine Straftat, die du gerade machst.« »Verschwinde einfach und lass mich machen.« »Nein, du verschwindest. Und ich werde ein Auge zudrücken, weil ich deinen Schmerz über den Verlust verstehen kann. Ich kümmere mich darum, dass alles so aussieht wie vorher und du bist mir was schuldig.« »Ich...« »Komm schon. Und morgen Abend treffen wir uns im Pub und lachen darüber.« Der Knall hallte über den ganzen Friedhof. Ich war auf Bob zugesprungen und hatte ihm mit der Schaufel mitten auf die Stirn geschlagen. Er sank bewusstlos zu Boden und fiel rücklings in die Dunkelheit. Ich atmete durch. »Scheiße, scheiße«, dachte ich. Das würde Probleme geben. Aber jetzt noch nicht. Jetzt war erst einmal etwas anderes wichtig. Ich wandte mich wieder dem Grab zu und hob noch ein paar weitere Ladungen Erde heraus, bis ich zu der Säge griff und nach den Sargdeckel aufschnitt. Langsam ging ich zu Bobs regungslosen Körper und griff mir seine Taschenlampe. Dann stieg ich wieder in das Grab zurück. Dort sah ich sie. Meine Mutter. Tot. Man hatte ihr ein schönes, farbenfrohes Kleid angezogen, doch das hielt die Maden nicht davon ab, sie langsam zu zerfressen. Noch sah sie menschlich aus, bis auf ihre graue Haut und die fast nicht mehr existierenden Augen. Mein Schatz ist ein Herzenswunsch, wiederholte ich in meinen Gedanken. Dann holte ich ein Messer aus der Tasche und schnitt damit zuerst ihr Kleid und danach ihren Oberkörper auf. Der Schnitt hörte sich matschig an und ein widerlicher, fauliger Geruch schlug mir in die Nase. Doch das war mir egal. Mich interessierte nur eine einzige Sache. Ich klopfte mit einem Fleischhammer so stark ich konnte auf den Brustkorb meiner toten Mutter, hörte die zersplitternden Knochen, wie sie sich in das graue, verwesende Fleisch bohrten. Dann war es vollbracht und ich schob eine Hand in sie hinein, wühlte in ihren Gedärm herum, bis ich etwas griff, das sich nicht schleimig und matschig anfühlte, und zog es heraus. Ich wischte die vergorenen Blutreste an einem Lappen ab und betrachtete das Objekt. Tatsächlich hatte sie etwas an ihrem Herzen versteckt und nicht im Haus. Der Schatz gehörte mir. Er sah so aus wie eine Flaschenpost, nur mit einer winzigen Flasche. Doch darin konnte ich klar den kleinen Papierschnipsel erkennen. Allerdings wollte ich mir das erst zu Hause angucken. Meine Hände waren blutig und es wurde schon langsam wieder Morgen.
In dem Licht des anbrechenden Tages sah ich Bobs regungslosen Körper. Er war gegen einen Grabstein gelehnt. Ich ging zu ihm und begutachtete ihn. Dort, wo der Spaten ihn an der Stirn getroffen hatte, klaffte eine Platzwunde. Doch das war nicht das Schlimmste. Aus seinem Genick ragte ein blutiger Knochen. Bob war tot. Er musste bei dem Sturz mit dem Hals auf den Grabstein gefallen sein. Scheiße, dachte ich mir noch einmal, und meine Überlebensinstinkte setzten ein. Wie in Trance zog ich ihn zu dem Loch, das ich gegraben hatte, warf ihn hinein und schüttete die Erde wieder drüber. Ich nahm mir vor, so früh es ging, zum Blumenladen zu gehen, um das Grab wieder normal aussehen zu lassen, doch fuhr jetzt mit dem Fahrrad erst einmal nach Hause. Dort wusch ich mich und öffnete die Fiole. Der Tod von Bob musste sich gelohnt haben. Und vor allem die Leichenschändung meiner Mutter. Ich fingerte das Stück Papier heraus und entfaltete es. In krakeliger Schrift wurde dort hektisch etwas raufgekritzelt und ich konnte es nur schwer entziffern. Doch letztendlich gelang es mir und ich erstarrte. 300 Gramm Mehl, 4 Eier, 4 Teelöffel Zucker. Es war ein Rezept für Blaubeerpfannkuchen. Ich wollte es unbedingt bei meiner Schicht im Cindy's ausprobieren, doch gleichzeitig fragte ich mich, ob die anderen Toten auch etwas in ihren Körpern versteckt hielten.